Hallo ihr Lieben, ich bin Liz vom Blog You and I Heart DIY und ich möchte euch heute eine ganz tolle Technik zeigen, mit der ihr aus fast jedem Gegenstand ein richtig tolles Vintage- bzw. Chevy-Chic-Teil machen könnt. Ich möchte meine alte Holzkiste etwas heller und freundlicher gestalten und verwende dafür die Chalky-Chic-Farbe in dem Farbton Edelweiß. Außerdem braucht ihr noch einen Pinsel und Schleifpapier. Die Farbe könnt ihr aber auch total gut für andere Materialien verwenden, wie zum Beispiel Metall oder Glas. Achtet darauf, dass euer Gegenstand möglichst staub- und fettfrei ist und dann kann schon losgepinselt werden. Und das Besondere an der Kreidefarbe ist wirklich, dass sie ganz samtig und matt austrocknet, fast so als hätte man den Gegenstand mit Kreide bemalt, nur dass die Farbe nicht abfärbt, sondern ganz im Gegenteil sogar witterungsbeständig ist. Und dann die Farbe 30 Minuten trocknen lassen oder einfach trocken föhnen. Jetzt können wir mit dem richtig coolen Part starten, und zwar dem Abschleifen. Als kleiner Tipp, schaut einfach mal, wie so ein gebrauchter Gegenstand aussehen könnte. Meistens sind ja die Kanten so ein bisschen abgestoßen. Traut euch einfach mal drauf loszuschleifen, ihr könnt da nichts falsch machen. Richtig schöne Effekte könnt ihr auch erzielen, wenn ihr vor dem Abschleifen nochmal eine zweite Farbe auftragt. Das empfiehlt sich auch, wenn euer Untergrund zum Beispiel nicht so ein schöner Holzuntergrund ist, sondern einfach nur Plastik. Damit meine erste Farbschicht nach dem Abschleifen der zweiten Farbschicht auch wirklich erhalten bleibt, habe ich hier schon mal das transparente Schutzwachs aufgetragen und das ergibt wirklich so eine wachsartige Oberflächenstruktur, die die erste Farbschicht schützt und dann können wir auch schon mit der zweiten Farbschicht starten. Ich habe mich jetzt hier für den Ingwerton entschieden. Die Farben sind alle sehr gut deckend, das heißt, hier reicht auch wieder eine Farbschicht, dann das Ganze super schnell trocken föhnen und dann kann auch schon abgeschliffen werden. Weiß und Ingwer sind jetzt nicht so der ganz tolle Kontrast, aber da könnt ihr richtig tolle Akzente setzen. Ich finde, auf strukturierten Gläsern kommt der Effekt nochmal richtig schön zur Geltung und ich verwende jetzt hier den Farbton Mistel. Allgemein finde ich aber die Pastelltöne und diese matte Oberfläche so schön, dass ich mir einfach ein paar Vasen damit bemalt habe. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Video inspirieren und ich freue mich schon, eure Kreationen zu sehen unter dem Hashtag Marabou und Chalky Chic.